Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Bernie von Airsoft Desire. Und wie im letzten Video schon angekündigt, werde ich heute mit einem Unboxing fortfahren. Und zwar von dem Shop Airsoft24, besser bekannt als kotteundseller.de. Hier steht der Karton und dann fange ich auch gleich einfach mal an. Nochmal so Informationen über den Karton selbst. Das Paket hat 165,83 Euro gekostet und ja, so, fangen wir mal gleich an. Hier oben noch einfach eine kleine Pappeinlage, ein bisschen Polsterung. Und dann geht's auch gleich schon los. Oh, hier haben wir eine aus 100% Nylon gefertigte Sturmhaube in der Farbe Oliv. Ein bisschen längerer Nacken, sprich, könnte auch vor Wärme schützen. Wer weiß es schon, legen wir das Ding erstmal weg. So, geht's weiter. Hier haben wir ein Buch. Über was dieses Buch ist, ist erstmal nicht wichtig. Vielleicht haben es gerade einige schon erkannt. So, dann haben wir hier den UFC Pro Chronographen in TAN. Und dazu wird nochmal ein extra Video kommen. Und ja, das werdet ihr dann nochmal genauer sehen, das Teil. So, dann haben wir hier den Army Light My Fire Zündstahl. Dazu wird auch noch mal ein extra Video kommen, also das Ding seht ihr auch noch mal genauer. Oh, jetzt hier mal weiter. Dann haben wir hier die MFA Thunder Deluxe Schutzbrille. Dazu denke ich mal kommt auch noch ein Video, je nachdem wie ich lustig bin. Und ja, weiter. So, hier haben wir von Tokyo Soldier 3000 BBs in der Farbe Schwarz. 0,2 Gramm, macht sie bei 0,5 Joule am besten, finde ich. Und ja, stellen wir das Ganze auch mal weg. Weiter geht die Musik. So, hier haben wir die ICS Original Competition Grade BBs, auch 0,20er, 5000 Stück an der Zahl in der Farbe Weiß. So, und ich glaube, das war's sogar schon. Ja, doch, das war's. So, packen wir das Ganze mal unter den Tisch. So, hier haben wir nochmal eine Rechnung. Ja gut, hier habe ich jetzt irgendwie einen Gutschein von Vita Sprint, keine Ahnung was das Ganze soll. Gutschein im Wert von über 51 Euro. Warum, fragt mich der Geier. Ja, wenn ihr es wisst, könnt ihr das mir ja mal schreiben. So, dann habe ich hier noch einen anderen Gutschein im Wert von 5 Euro. Nochmal auf einer anderen Homepage irgendwie einlösen und dann ab einem Bestellwert von 50 Euro kann man das Ganze einlösen für 5 Euro. Ja, gucken wir mal, ob auch alles dabei war. Pfanne, bla bla bla, Zündstahl, Fließ, bla bla bla. Ja, alles dabei. Gut, dann war's das schon wieder. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein sehr schönes Wochenende und...